sieben, acht, neun. 3 Tage, ich habe sie nicht geöffnet und wir machen sie jetzt zusammen auf. Ja, ihr seht, mein Fingernagel ist ein bisschen kaputt, aber da möchte ich mich jetzt nicht drauf fixieren. Guckt mal, ist der nicht süß, der Schneemann? Ganz toll. Los geht's. Ich bin so gespannt. Ich hab jetzt, oh. Das ist ja mal der Hammer. Guckt mal. Da noch was drin? Muss das mal gucken? Nein, alles draußen. Die Hexenküche mit Magnet. Oh, stopp, ihr seht es gar nicht. Hier. Oh, guckt mal, wie geil. Wow. Und da gibt es ein extra zum Vorlesen. Ach, wie cool. Wie cool. Das sind nämlich nur Ereignisfelder. Da sieht man gar nicht, was passiert. Muss man immer lesen. Das ist mal cool. Das ist mal cool. Und es gibt natürlich wieder einen laminierten Bit. Oh. Das ist natürlich mal mega wieder, ne? Wow. Richtig cool. Guckt euch mal die süßen Sachen an, die da drauf sind. Hexenhut, Kessel, kleiner Besen, Zauberstab. Das ist cool gemacht. Muss ich schon sagen. Hier muss man zurückfliegen. Na, da freue ich mich schon drauf. Das ist ja cool. Ich weiß auch nicht, ob ich es im Oktober spiele, tatsächlich, weil das so ein bisschen ein Halloween-Spiel meines Erachtens ist. Aber, oh Gott, der Fuchs ist ja wieder geil. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, wow. Die habe ich tatsächlich schon einmal bestellt. Ach ja, Schritte sammeln. Schritte sammeln ist auch cool. Sehr, sehr cool. Stehe ich total drauf. Ich muss mal gucken, ob ich schon eine laminierte oder ob ich eine unlaminierte Variation habe. Ich glaube, ich hatte tatsächlich mal eine unlaminierte Variation bestellt. Und das ist natürlich eine laminierte. Das ist natürlich dann wieder cool. Da kann man natürlich dann ankreuzen und kann natürlich wieder eine Summe sammeln. Heute hätte ich tatsächlich meine 10.000 Schritte voll. Könnt ihr das sehen? Da hätte ich jetzt heute eins ankreuzen können, wenn man 10.000 Schritte sammelt. Wenn nicht, dann nicht. Es ist wieder ein wunderschöner Budget-Cheat dabei. Von daher sehr schöne Geschichte. Also das mag ich total gerne. Und das ist auch so was, finde ich, das kann man das ganze Jahr machen. Da gibt es keine zeitliche Begrenzung. Nummer 8. Weihnachtsmännchen. Wir gucken rein, wir gucken rein. Oh, 5-Euro-Challenge. Ups, ihr seht es gar nicht. 5-Euro-Challenge. Klassiker. Ich finde, das Schritte sammeln ist auch so ein Klassiker. Das geht immer. Guck mal, wie wunderschön das ist. Wow. Die gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut von der Farbgebung. Ihr wisst, glaube ich, ich habe schon eine 5-Euro-Challenge. Und ich habe tatsächlich aber eine, die nicht ganz so schön ist wie die, glaube ich. Von daher freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt so eine wunderschön bunte habe. Und die werde ich dann früher oder später austauschen. Meine 5-Euro-Challenge ist aber zum Anmalen. Das heißt, sie ist nicht laminiert. Deswegen werde ich die auf jeden Fall behalten. Super, super schön. Also ich bin echt sehr, sehr glücklich. Die drei Sachen haben wieder wunder, wunderschöne Sachen. Ja, Yvette, das ist einfach nur, also es ist von der Ivo's Handscraft World. Und ich muss sagen, dieser Adventskalender, der macht mir einfach nur richtig, richtig Freude. Es sind so tolle Spiele wieder dabei. Oh Gott, ich bin ganz happy. Guck doch mal, wie geil. Was eine Ausbeute in 3 Tagen, oder? Irre. So, die legen wir aber jetzt tatsächlich zur Seite, denn ich habe das restliche Geld von der Bank geholt. Oh, wie ihr seht, habe ich es aber schon ganz schön verknittert. Das Verknitterte ist tatsächlich eine Rückzahlung, die ich noch erwartet hatte von jemandem. Deswegen habe ich auch noch 1 Euro extra hier separat. Und ich möchte tatsächlich heute mit euch mal die ganzen Geschichten auffüllen, die jetzt fällig sind mit meinen Spar-Challenges.
Hier zum Beispiel Auto 10 Euro. Machen wir natürlich gleich mal die 10 Euro rein. Ach, ich sehe gerade, da ist ganz viel Kleingeld drin. Vielleicht können wir das wechseln. 10, 20, 25. Dann nehmen wir erstmal die 20, 20er rein. Und einen 10er noch für die Challenge. So, dann haben wir hier nämlich mal schön groß 35 Euro. Das ist natürlich zum Tanken schon mal für die Kinder. Das ist für die Kinder, nicht zum Tanken. Was rede ich denn da? Weil es Auto-Challenge ist, genau. Weil ich immer, wenn ich Auto fahre, das benutze. Deswegen habe ich jetzt Tanken gesagt. Das ist natürlich für die Kinder schon mal sehr gut. Weil für die brauche ich, wie gesagt, immer Geld. Und deswegen bin ich da sehr glücklich, dass da ein bisschen was reingegangen ist. Im Moment haben wir von der Kleidersortierung oder so, haben wir, glaube ich, jetzt alles. Ich hatte wahnsinnig viel Kleider nochmal gekauft. Ja. Ansonsten bin ich jetzt echt am Überlegen. Dadurch, dass jetzt Weihnachten ist, kommt natürlich auch viel jetzt dann zu Weihnachten. Und ich bin mal gespannt. Das wird sehr lustig. Jetzt habe ich mich angemalt. Ja, also da müssen wir auch noch mal gucken. Aber da schon mal 35 Euro. Ah, stimmt, ich wollte mir Johannes auch noch ein paar Lederhandschuhe besorgen, fällt mir gerade ein. Die kosten natürlich auch noch was, weil er ist ja Kinderprinz und ich finde, es sieht einfach schöner aus, wenn da Lederhandschuhe drin sind. 10 Euro. Heute ist der 7.12. Dann haben wir hier 35. Ihr seht, ich schreibe im Moment in Rot. Ihr wisst ja, die Stifte, die farbigen hatte ich ja gekauft mal und die farbigen Minen und die muss ich natürlich auch mal aufbrauchen und deswegen schreibe ich jetzt einfach mal in Rot. So, hier ist es tatsächlich so, ich habe unheimlich viele Weihnachtsgeschichten jetzt vorgelesen und das waren unheimlich viele Seiten und weil ich ja pro Seite immer 1 Euro quasi kalkuliere, ja, habe ich natürlich jetzt etwas viel gelesen, da kommt natürlich dann jetzt auch viel rein. Das müssen wir erstmal zusammenrechnen. 10, dann noch 20, dann 15, dann 15, dann 20. Und ich habe ja da bewusst, oh Gott, 105. Da ist schon fast das Ganze drin. 100, 25 Euro. Wahnsinn. Wahnsinn, das geht aber in die Lebensmittel. Ich hatte ja in die Lebensmittel tatsächlich auch nur 40 Euro reingetan und hatte dann ja schon mal von der Challenge noch mal was reingetan, gestern glaube ich. Genau, und da kommen jetzt tatsächlich die restlichen rein. Oh, wenn die voll ist, Leute, dann freue ich mich. Dann habe ich wieder eine ganze Challenge geschafft. Wie sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 Stück. Boah. Okay, das sind mehr Farben, als wir Farben haben. Dann machen wir das so. Gucken wir mal. Ah, da können wir erstmal hier reinschreiben. 7.12.125. 785. So, das sollte für Lebensmittel wirklich erstmal eine Zeit lang reichen. Mal gucken. Na, wenn da nicht ein Silvesterbuffet noch drin ist, weiß ich ja auch nicht. So. Ich hatte ja für Neujahr einen extra Ordner nochmal angelegt, aber da ist ja nichts reingegangen irgendwie. Habe ich dadurch, dass der ziemlich weit hinten ist, den noch überhaupt nicht bespart. Deswegen muss ich sagen, bin ich jetzt ganz froh, dass wir diesen Monat noch ein bisschen was vom Budget her übrig hatten, wo wir jetzt einfach verteilen können. Ich bin jetzt froh, dass ich es hier rein verteilen kann. Nee, ich kann es nicht. Kann ich den 20er, den einen tauschen und kann dann vielleicht einen 50er hier tauschen? Das wäre mir fast lieber. Ja, so mache ich das auch. Ich nehme den da, tausche den die 20er. Quasi sind ja auch 125. Und dann nehme ich mal hier 20, 40 und 10.
sind 50 und dann tauschen wir die 2 Fünfer in den Zehner. So, 165. 60, 100, 105, wir ziehen es nochmal nach, 185 müssen es sein. 100, 170, 80, 185. Jawohl. Sehr schön. Also muss sagen, da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr froh. Gut, es ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig für euch, weil ich tatsächlich jetzt die ganzen Felder hier ausmale. Aber ich freue mich wahnsinnig. Ihr wisst gar nicht, wie ich mich freue, dass diese Challenge langsam voll wird. Weil es natürlich auch schön ist, wenn man wieder mal eine komplette Challenge voll hat. Oh, mein Kleiner, der schläft im Moment so schlecht. Kennt ihr das? Habt ihr das Problem mit euren Kindern auch? Ach. Meiner ist im Moment so anstrengend, was das angeht. Dann will er noch hier das, dann will er das noch, dann will er sich vom Papa verabschieden, dann muss er aufs Klo, dann muss er wieder aufs Klo. Also er fängt jetzt mit Töpfchen an, ne? Und jetzt denkt er halt, er jetzt wollte heute Nacht keine Pembi mehr anziehen. Er ist 2, muss man dazu sagen. Und ich habe zu ihm gesagt, er kann gerne eine Unterhose anziehen, aber wir ziehen eine Pembi an. Erst wenn die Pembi trocken bleibt, darf er nachts die Pembi auslassen. Habe ich ihm versprochen und gesagt, sobald die Pempi einmal trocken ist, darf er über Nacht die Pempi auslassen. Aber wir testen das erst und ziehen die Unterhose einmal oben über die Pempi drüber. So, jetzt war er schon 3-mal draußen und ist aufs Klo gegangen. Also er musste nicht wirklich, sondern er wollte einfach, dass diese Pempi trocken bleibt. Und er wollte natürlich auch nicht schlafen. Und dann rennt er ständig aufs Klo, dann ruft er den Papa, dann ruft er mich, dann ruft er seinen Bruder. Dann erzählt er, wenn er merkt, okay, das zieht alles nichts mehr, dann sagt er, er hat Hunger. Er hat keinen Hunger, also das weiß ich ja. Ich weiß ja, was er abends gegessen hat. Also er hat definitiv keinen Hunger mehr. Dann versucht er es eben mit dieser Hungerschiene. Dann versucht er es mit der Durstschiene, wenn das nicht klappt. Dann versucht er es mit dem Nutzi, dann mit dem Teddy. Den schmeißt er dann raus aus dem Bett. Also der hat so einen Hasen, das ist ganz süß. Dem läuft er immer durch die ganze Gegend. Und dann schmeißt er diesen Hasi raus, dann ist der Hasi weg, dann muss er den Hasi holen. Dann will er noch eine Geschichte nochmal gelesen haben. Also ich lese ihm jeden Abend eine. Deswegen habe ich momentan noch so viele Lese-Challenges, weil wir jeden Abend fast ein ganzes Buch lesen. Also von diesen Weihnachtsbüchern. Und die sind ja immer so ein paar Seiten lang. Und ja, deswegen ist die Lese-Challenge im Moment sehr aktiv. Weil ich da viele Seiten lese. Die haben ja immer recht groß geschriebene Buchstaben. Das heißt, du liest relativ schnell irgendwelche Seiten. Und dementsprechend wandert das Geld natürlich jetzt hier mal in die Lebensmittel. Wie gesagt, was diesen Monat ja nicht schlecht ist, weil ich da ja schon weniger kalkuliert habe. Weil ich ja gesehen habe, dass von der Challenge her wirklich viel reinkommt. Aber ich kann die 185 nicht wirklich gut lesen mit diesem Grün. Ich mache das nochmal mit dem Rot einfach drüber. Für meine etwas nicht leserlichen Augen. Wow, das gab es schon lange nicht mehr, dass hier vorne drauf kein Zettel geklebt hat. Ich bin schon ein bisschen stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. So, was haben wir denn hier? 20... Schokoladen-Challenge, ja, die ist auch, oh Gott, ich sollte mir auch mal aufhören, Schokolade zu essen. Das würde mir vielleicht auch mal helfen. Das sind tatsächlich 70 Euro, wow. 2, 4, 6, 7, ich habe auch noch 70 Euro. Das ist ja genial. Jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Ach, das ist der Restaurantordner. Vielleicht können wir da was tauschen. Ja, wenn wir hier den Zehner noch rausnehmen, können wir dann 20 hier reinmachen. Wir haben das noch ein bisschen kleiner gemacht. Und
Ja, einige werden jetzt sich wundern, warum ich nicht einfach die Minustöpfe auffülle. Und das hat den Hintergrund, wir werden dann auf den Weihnachtsmarkt gehen und solche Sachen. Und ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, das möchte ich auch diesen Monat. Die anderen, ich kann es dann immer noch, ja, nächsten Monat alles ausgleichen, was noch im Minus ist oder so. Mir ist es jetzt wichtiger und das muss jeder natürlich auch wieder für sich entscheiden, das so zu machen, weil ich lieber lebe und zwar jetzt lebe, als mich einzuschränken. So, 50, 2, 4, 6, 8. Das sind 130. So, wir drehen die mal rum. Hier ist noch Kleingeld, da kann man vielleicht noch einen 5 € rausnehmen und hier einen 5-Euro-Schein reinmachen. 2, 3, 4, 5. Den tauschen wir auch noch die 6 € aus. Ich möchte es wieder so wenig klein wie möglich. 136,20 €. Oh. Bin ich ein bisschen erleichtert, weil davon kann ich jetzt tatsächlich richtig schön essen gehen mit den Mädels. Wir können noch mal auf den Weihnachtsmarkt gehen und können uns noch mal so ein bisschen es uns gut gehen lassen, sage ich mal. Und das ist wichtig. So. Sehr schön. Da malen wir natürlich alles aus. Ach, jetzt muss ich morgen leider mit meinem großen Schatz seinen Gips irgendwie korrigieren lassen. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Der drückt so. Ich habe jetzt, der war Gott sei Dank gespalten. Ich habe ihm jetzt den oberen Teil runtergenommen. Sein Fuß ist jetzt nochmal so angeschwollen. Ich weiß gar nicht, ob das normal ist, dass der Fuß nochmal dann im Gips anschwillt. Aber bei ihm war ja die Schwellung erst gar nicht zu sehen. Hatte ich euch ja erzählt. Und jetzt ist dann doch noch zusätzlich die Schwellung gekommen. Und jetzt passt der Gips irgendwie nicht mehr. Jetzt kriegen wir morgen entweder einen neuen Gips oder vielleicht sogar eine Schiene. Vielleicht ist es schon so gut verheilt, weil es jetzt schon ein paar Wochen drauf. Dass er vielleicht so eine Laufschiene oder sowas bekommt, das wäre natürlich super. Ich weiß es aber nicht. Wir werden es sehen. Juhu, Leute, ich bin glücklich. Und schaut nur, wie viele wir schon angekreuzt haben. Auch hier bei der Lese-Challenge. Also ich bin, boah, guckt mal, das sind natürlich schon Challenges, die wir zusammen jetzt schon richtig ausgefüllt haben. Guckt mal. Seid ihr auch so happy wie ich? Ich bin total happy irgendwie. Oh ja, hier würde ich gerne 4 € noch reinmachen, dass wir auf die 10 € kommen, dass wir mal einen 10-Euro-Schein hier drin haben. Das komplette Kleingeld nehmen wir raus. Da hinten noch eins drin. So, legen wir darüber, dann nehmen wir dann, machen wir da alles. Also 4 € sind tatsächlich 2 Knochen nochmal. Oh, da brauchen wir auch einen neuen Trecker, sehe ich gerade. Und neuen Beine. So, 4 € siebter, zwölfter. Leute, ich muss mal kurz rausgehen. Irgendwie klackert da was. Ich mache gleich mit euch aus. Kleinen Moment. So, ich bin wieder da. Wisst ihr, was dieses Klackern war? Mein kleiner Sohn, der hat so eine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so eine Bohrmaschine, wo du so drücken musst. Ja, und diese Bohrmaschine hat er sich jetzt geholt und hat sie stand draußen im Flur und hat geklackert mit der Bohrmaschine. Ganz, ganz toll. So, einmal. Jetzt machen wir mal noch den hier unten.
Also man sieht, das ist echt, da sind noch viele Knochen drin. Also auch eine ganz lustige Geschichte. Also wenn ihr solche Sachen irgendwie von irgendwas bekommt, hebt es euch auf. Es ist echt süß. So, dann schreiben wir mal den Betrag hier hin. 2, 6, 7 Auto ist das. So. Und das nächste Mal nehmen wir den neuen einfach. Sehr schön. So, und dann ist hier nämlich auch nicht mehr so viel Kleingeld drin. Das ist nämlich auch immer schön. Ich mag es nicht ganz so viel Kleingeld in den Beuteln zu haben. Und dann können wir natürlich das Kleingeld, was jetzt da noch drin war, in die anderen Binder verteilen. Weil da ist es ja nicht so schlimm, die trage ich ja nicht mit mir rum. Da kann so viel Kleingeld drin sein, wie möchte. So, ja, ihr seht meine Klebezettelchen. Hier habe ich alle darüber verteilt. So, Geschenke. Geschenke muss natürlich was rein. Wir würfeln mal. Oder nee, Geschenke muss nichts rein. Moment. Geschenke hatten wir, glaube ich, ausgeglichen. Ah, nee, Geschenke muss was rein. Da ist nur kein Kleber drauf. Aber Geschenke sind wir tatsächlich mit 10 Euro im Minus. Und ich muss sogar noch mal was besorgen. Fällt mir gerade ein für meinen Neffen. Das habe ich noch nicht bestellt. Das muss ich unbedingt jetzt morgen machen. Eine 5. Na, das ist doch mal toll. Die 5 Euro kommen aber zurück zur Bank. Die lege ich mir jetzt wieder hier oben hin. Wenn der Ordner dann da ist, dann tue ich die zurück. Das ist doch super. Da sind da dann auch schon mal. Das war 6.12., nicht 6.11. 5 Euro. Dann sind es noch 5,50 minus. Gehören zurück zur Bank. So. Das ist doch sehr gut. Das ist nicht mehr viel. Das spielen wir dann nochmal. Jetzt brauche ich nur diese wasserwegwischbaren Stifte. So, wo haben wir denn hier eine 5? Hier ist überall keine 5 mehr. Keine 5, keine 5. Hier ist eine 5. Was macht man denn, wenn wir alle Fünfer zum Beispiel jetzt angekreuzt haben und wir würfeln eine 5? Dann müssen wir aussetzen. Das wird ja noch spannend. Mal gucken, wenn man die letzte Zahl dann würfelt. So. Die 2 hatte mein Sohn mal gewürfelt. Die hat er dann irgendwie so komisch angemalt. Ist mir grad egal. Das ist eh das Abwischbare, da ist es wurscht. So, sehr schön. Da muss nichts rein. Doch. 1 Euro tatsächlich. Ich war auswärts essen. Das machen wir natürlich auch, weil ich glaube, da muss nämlich noch ein bisschen was rein den Monat, bis wir bei dem Betrag sind. Der hat sich nämlich erhöht auf 158,70. Da müssen noch 8,70 € rein. Also tun wir da noch den Euro rein. Natürlich. Ob ich den Monat noch 8 Mal essen gehe, das bezweifle ich jetzt. Na, obwohl. Weihnachtsmarkt, einmal mit den Dings und 2. Naja, wir werden es sehen. Vielleicht schaffen wir sogar die 8 Mal noch. Und wenn nicht, dann müssen wir das eben so nochmal dazu tun. Aber jetzt gucken wir erstmal, vielleicht schaffen wir es noch. 7. Jetzt musste ich erstmal überlegen. 7.12. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich reingetan habe. 1 Euro. Oh, manchmal funktioniert mein Gehirn nicht. Ich bin auch gerade so ein bisschen mit dem Kopf beim Titus, weil ich Angst habe, dass der mir wieder rausgeistert. So. Gucken wir mal weiter. Ich sehe gerade, da ist auch kein Aufkleber drauf. Ah, hier muss auch noch einer wieder drauf. Nee, das muss jetzt keiner mehr drauf. Da ist alles weg. So, jetzt passt. Hier ist auch keiner drauf, aber hier muss auch was rein. Auch 1 Euro Ostern. Ich freue mich tatsächlich sehr auf Ostern. Oh, da können wir gerade mal einen rausnehmen und machen ein 2-Euro-Stück rein. Oh, guckt mal, da haben wir schon 12 Euro für Ostern. Ist das nicht schön? Also, ich freue mich richtig. 12 Euro, dafür kriegen wir auf jeden Fall 2 tolle Osterhasen. Und vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr Budget rein. Mein Wunschbudget wären ja 60 Euro. Das glaube ich, werden wir jetzt dieses Ostern nicht schaffen.
Aber wir sparen fleißig weiter. Ich habe ja jetzt den Weihnachts auch nach hinten getan. Den, wo ist denn jetzt zum Ausmalen hin? Hier. Den Weihnachtstrecker. Weil den besparen wir jetzt ja auch nicht mehr aktiv. Den hatten wir ja immer mit 50 € vor Weihnachten bespart. Die sind ja jetzt auch rausgegangen. Deswegen hatten wir ja auch so viel, wo wir noch jetzt in die anderen Sachen reinsparen konnten. Und von daher, ja, denke ich, werden wir dann für die 12 € eine Kleinigkeit kaufen. Das ist, Ostern ist bei uns, versuche ich jetzt mal ein bisschen weniger zu machen. So, online. Ich weiß, dass ich vom Trockner hier noch ein bisschen was habe. Unten habe ich einen Zettel, aber den habe ich noch nicht ausgewertet. Von daher lassen wir den erstmal offen, weil ich nicht genau weiß, was da rein ist. 26 € habe ich jetzt natürlich nicht mehr für einen Urlaub. Das wäre natürlich geil gewesen, ne? Ja, aber das habe ich jetzt alles drüben reingetan. Die habe ich auch noch nicht eingetragen. Die Waschmaschinen, die muss ich auch noch nachtragen. Da brauchen wir erstmal nichts. Moment, hier müssen wir noch spielen. Das sind immer Spare für jeden Keks 2 €. Da ist noch gar nichts angekreuzt. Das heißt, es ist noch eine Zweier-Challenge. Das heißt, wir müssten hier noch 4 € reintun. Das war mal die Temperatur-Challenge. Tatsächlich. Das machen wir aber jetzt auch momentan mal die 4 € rein. Und streichen 2 Kekse durch. Sehr lecker. Das war so diese Zusatzchallenge, die wir mal geschenkt bekommen haben. Und ich habe ja gesagt, ich mache das auf jeden Fall voll. 7.12. 2 €, es ist nicht viel drin, 3,66 € jetzt. Aber wenn das dann mal ein bisschen mehr ist, kann man sich auch mal irgendwo was dazulegen oder wenn wieder Notgroschen gebraucht wird, mal wieder irgendwo was mehr ausgegeben wird, dann einfach diese unbestimmten auflösen. Das ist auch immer eine schöne Geschichte, wenn man dann da noch so ein bisschen was im Rückhand hat. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ah, Hemden-Challenge. Ah, Moment, hier sieht sie gar nicht. Da habe ich im Moment noch nichts eingetragen. Habe ich unten einen Zettel liegen. Muss ich auch mal mit hochnehmen. Kleider. Wir würfeln jetzt nochmal. Ach Gott, kann ich überhaupt. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind noch genau 6 €, was wir haben. Das ist perfekt, um einmal zu würfeln. Und wir haben die 6 €. Ja, super, damit haben wir das Thema erledigt. Ja. Ich habe schon ewig nicht mehr. Oh, und das Thema ist nicht erledigt. Ich habe das nämlich raus aus Spielen. Guckt mal. Und ich habe das Geld war nämlich, dass mein Mann hatte mir das tatsächlich geschenkt. In einem gewissen Wert. Und ich habe gesagt, ich schreibe Spiele hinten dran. Das heißt, das Geld kann weiter wandern in. Wieder in ein anderes Spiel hinein. Aber ich habe gesagt, ich möchte das zurückzahlen einfach. Der Richtigkeit halber. Ja, das finde ich mega. Das finde ich ja mega. So, jetzt haben wir hier 6 €. Oh, jetzt haben wir 2 blaue nebeneinander gleich. Guckt mal. Naja, nicht schlimm. Ein 6. Sehr schön. Das war jetzt ja cool. Ja, und das Coolste, was ich halt jetzt finde, ist, dass wir jetzt weitermachen können. Trotzdem, weil die 6 € ja wieder in den Spielebereich wandern dürfen. Ja, da habe ich wirklich viel Geld diesen Monat ausgegeben für Kleider. So, dann gucken wir doch mal. Da könnten 5 € rein. Oder wir spielen einmal für die Gesundheit, weil wir brauchen nämlich tatsächlich, wir gucken mal, was dann da reinkommt, ein bisschen was im Gesundheitstopf. Vielleicht klappt es ja dann noch, dass wir das andere noch mitbesprechen. Eine 2.
Spare 50 Cent. Ja, das kriegen wir doch hin. 50 Cent. Kein Ereignisfeld oder so, sondern einfach nur mal 50 Cent rein. Da muss tatsächlich noch ein bisschen mehr rein. Weil ich nämlich Einlagen holen muss. Und da werden dann wahrscheinlich die offenen, die ich jetzt so bespart hatte, die jetzt keine Zuordnung haben, dann mal geplündert wieder. Es tut mir zwar immer leid, null anfangen bei den Töpfen, aber irgendwo muss man es ja rausholen. So, jetzt können wir tatsächlich hier noch die 5 Euro für die Bestattung reintun. Na, wenn ich es aufkriege. Da war nämlich auch was erledigt. 1, 2, 3, 4, 5, ganz klein. Da können wir dann wieder schön wechseln und dürfen ein Köfferchen ausmalen. Denn ich hatte eine Gemacco-Party und dann nehme ich immer meinen Koffer mit. Und das zählt natürlich auch zum Kofferpacken. Da muss ich auch meinen Koffer packen. Mal wieder eine Live-Party, mal keine WhatsApp-Party, was man ja immer recht viel hat. Und Live-Partys sind ja auch wunderschön. So. Und dann wird tatsächlich bald, werden bald 3 Koffer gepackt. Dann sind das wieder 15 Euro. Irgendwie freue ich mich auch, wenn dieser Topf hier voll wird, auch wenn er ein bisschen makaber ist. Aber auch der darf wachsen. Denn das gibt auch so ein Stück Sicherheit für meine Familie. Ich musste tatsächlich jetzt erst noch ein bisschen überlegen, was 5 plus 8 ist. So, richtig. So, jetzt haben wir nur noch ein 50-Cent-Stück. Wir haben mit Sicherheit irgendwo eine Challenge, wo nur 50 Cent rein müssen. Das ist mir jetzt zu riskant. Das sind 2 Euro. Das ist auch mehr wie 50 Cent. Da gucken wir einfach jetzt mal zusammen die Beine da geschwind durch. Der Reihe nach. Es gibt immer irgendwelche Kleingeld-Challenges, wo noch was rein muss, wo es nur 50 Cent sind. Moment. Das ist 1 Euro. Das sind 2 Euro-Challenge. Wie es der Teufel will. Finde ich gerade aber keine mit 50 Cent, 20 Cent. 5 Cent, das ist auch doof. Da wollte ich auch noch ein bisschen sparen. Friseur. Müsste dringend mal wieder zum Friseur. Aber da ist jetzt eigentlich auch nichts angegeben, dass es jetzt eingezahlt werden muss. Ich muss da mal. Aber wir machen es trotzdem da rein, weil da ist nämlich fast nichts drin. Und ich wollte tatsächlich wirklich irgendwann mal wieder zum Friseur. Aber da kann ich ja nur lang sparen, wenn das lauter 50 Cent sind. Aber das machen wir jetzt. Gib mir hier schon mal 7.12. 50 Cent. So, ich sollte mal hier eine Strichliste machen, wie viele ich schon habe. 12 Fehler sind es nämlich. So, dann suchen wir mal einen Fehler. Und ich habe schon einen gefunden. Und zwar ist es diese Kordel hier. Die ist hier unten nicht mit drauf. Sehr schön, dann haben wir schon 3 Fehler. Brauchen aber 12 Fehler. Oder? 1, 2, 3. Genau. Super. Da haben wir noch was vor uns. Wir machen hier mal einen Kleber drauf. Da können wir immer schön, wenn noch 50 Cent oder so übrig sind, immer schön mal was in den Friseur reinsparen. Da müssen auch mal ein bisschen Geld rein. Wie gesagt, ich müsste auch mal wieder dringend zum Friseur. Gut, so meine Lieben. Ja, das war jetzt das letzte Geld. Ach, Moment, wir haben ja noch das Back-to-Bank. Das muss ja auch wieder zurück. War jetzt hier. Er ist jetzt seit neuestem im
Rodenbein damit drin, das Back to Bank. Da kommen hier noch die 5 Euro rein, die wir zurückzahlen wieder. Tatsächlich ist hier ein neuer Trecker wieder fällig. So, dann können wir den alten auch wegtun, wenn wir das übertragen haben. So, da sind auch wieder 10 Euro schon drin. Schön. Das geht so schnell. Und ihr wisst ja, dass ich dieses Geld dann wieder verwende, um Stuffing zu machen im nächsten Monat. Damit ich nicht immer zur Bank laufen muss. Das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut. Zumindest die letzten paar Monate, die letzten 2 Monate hat es ganz gut funktioniert, dass es dann entweder weniger war, wo ich von der Bank holen musste, oder ich habe tatsächlich dann irgendwas abgebucht. Nächsten Monat ist es zum Beispiel auch so, dass dann die Versicherung runtergeht und ich denke, dass da aus dem Versicherungsordner dann den kompletten, wie sagt man, das komplette Stuffing rausgenommen werden kann. Ihr wisst ja, ich arbeite mit nicht ganz so viel. Es gibt ja Stuffings über Unsummen, also ich sag mal über Tausende von Euro. Das kann ich euch leider nicht bieten. Bei mir habt ihr immer die kleinen Summen. Aber ihr seht, das macht wahnsinnig Spaß, diese kleinen Summen in groß zu verwandeln oder in das zu verwandeln, was man, was einem Freude macht. Und ja, ich hoffe, ihr habt bei euch, bei eurem Stuffing auch so viel Freude und könnt euch die Sachen so ersparen mit ganz viel Spaß und Freude. Und das wäre schön, wenn es euch auch so glücklich macht wie mich. Auf jeden Fall, wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir wieder ein Abo da lasst und die Glocke aktiviert, damit ihr keins mehr verpasst von meinen Videos. Und ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.